Leute, es ist endlich soweit. Wir haben es geschafft. Umbau ist erledigt. Azitec Invicta Wheelbase Review und mein Feedback. Dieses wunderschöne Ding habe ich getestet, bin jetzt ein paar Tage gefahren, habe mir ein Bild davon gemacht und würde euch gerne mitnehmen auf die Reise der Review zu Azitec Invicta Wheelbase. Du, bevor wir jetzt mit diesem Video anfangen, danke erstmal für deinen ganzen Support. Ich weiß, einige von euch gucken die Videos hier schon sehr, sehr lange, sehr, sehr viel und der Kanal ist wirklich schon sehr weit gekommen. Und dafür möchte ich mich einfach mal bei euch bedanken. Denn durch euch ist es nämlich möglich, dass Firmen mir Produkte zuschicken, die ich für euch testen darf. Und ich habe dabei unglaublich viel Spaß, euch Feedback zu geben, was eventuell gut und was schlecht ist. Wobei ich das nicht zu entscheiden habe, sondern du selber. Und ich kann dir immer nur sagen, wie ich sie persönlich finde. An der Stelle möchte ich aber ganz kurz auch deklarieren, die Azitec-Produkte, die jetzt bei mir sind, die habe ich nicht bezahlt und die wurden mir zugeschickt. Ich habe keinerlei Auflagen gekriegt dazu. Ich muss keine Core-Features oder sonstiges sagen. Ich kann darüber negativ reden oder positiv. Das spielt keine Geige. Jetzt wünsche ich dir aber sehr viel Spaß mit dem Video. Dranbleiben. Kommen wir mal ganz kurz zum Mounting. Wenn ihr das also auspackt, das Gerät, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, diese Wheelbase zu mounten. Als erstes habt ihr die Möglichkeit, sie von unten zu mounten. Und dort sind in einer Nut schon 4 Nutsteine drin, die ihr jeweils verschieben könnt, um sie dann an eure vorhandene Mounting-Lösung anzubauen. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass sie sehr flexibel ist, da unten nicht 4 Löcher irgendwie drin sind mit einem Gewinde, sondern du das mit Nutsteinen in den Schienen verschieben kannst und nicht darauf angewiesen bist, dass deine Löcher schon da sind oder du irgendwelche extra bohren musst. Das zeige ich dir mal kurz. Bei mir ist die Wheelbase jetzt verbaut und du kannst hier unten die Nut sehen. Und in dieser Nut sind 4 Nutsteine drin und die kannst du jeweils verschieben, wenn du das möchtest und kannst sie dann da reinmachen. Das ist ein sehr schönes System und sehr durchdacht. Wenn wir jetzt die zweite Lösung nehmen, die ich aktuell benutze, dann kannst du die Wheelbase Front mounten. Das Front mounten ist ein bisschen hagelig, denn du musst deine Wheelbase noch auseinanderbauen, weil du vorne ein Stück Plastik abnehmen musst. Dann musst du am Lenkschaft noch den Schaft verschieben, weil dadurch, dass noch ein Stück Metall dazwischen kommt, was ich dir gleich zeigen werde, musst du es nach vorne ziehen, damit es nachher wieder mit dem Plastikstück zusammenpasst und auf einer Länge ist. Und das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Also wenn wir uns das jetzt hier angucken, siehst du, dass das bei mir front gemountet ist und dass das Mount hier zwischen hinter diesem Plastik verläuft. Und es gehen 4 Schrauben hier rein in die Wheelbase und diese 4 Schrauben gehen an einer anderen Stelle auch nochmal rein. Also das sind nicht die Mounting-Schrauben, die sind da drinnen. Wir schrauben aber gleich nochmal auf und dann zeige ich dir das nochmal ganz genau, was damit gemeint ist, dass du den Schaft verschieben musst und dass du 8 Schrauben in die Wheelbase reindrehst. Wenn die Wheelbase also nun vorne aufgeschraubt ist, kannst du sehen, dass hier nochmal 4 Schrauben reingehen. Das sind die Schrauben, die du brauchst, um das Plastik anzuschrauben. Und hier hast du nochmal 4 weitere Schrauben an den Stellen, hier oben meinte ich, Verzeihung, um die Wheelbase dann an das Mount zu schrauben. Ich würde euch empfehlen, das vorher auszuprobieren, denn man kann dieses Stück Metall falsch rum anbauen. Und sobald du es hier eingebaut hast, ist das ein ziemlich großer Pain in the ass, das wieder zu lösen. Also probiert es vorher aus oder verschmelzt oder verschraubt vorher das Metall an der Wheelbase, bevor ihr es anbaut. Ich habe es andersrum gemacht. Wenn ihr das so benutzt in der Form, müsst ihr nochmal diese 4 Schrauben hier unten lösen. Diese 2 und diese 2, damit ihr nämlich den Aufsatz vorne, ich jetzt kurz mal drauf mache, damit der wieder bündig ist. Weil dadurch, dass ihr das hier rausschiebt, ist das Stück nachher nicht bündig. Das ist auch nicht weiter schlimm oder kompliziert. Das müsst ihr nur einfach machen, damit das hier vorne einfach wieder zu ist. Also nicht vergessen, wenn ihr das einbaut. Wenn ihr das jetzt also gemountet habt und ihr habt das Frontmount, dann würde ich euch empfehlen, bevor ihr das eventuell frontmounten wollt, die Abstände zwischen euren beiden Aluprofilen zu messen. Bei mir ist es nämlich so, mein GSE-Rig, also mein Hauptrig, was ich aktuell noch habe, hat in den Streben, in den Senkrechtstreben, nicht genug Platz. Das heißt, ich hatte ganz große Probleme mit der Mounting-Solution von Azitec, weil bei mir konnte ich nicht weit genug zusammenschieben, dass das da zwischenpasste. Ich konnte es nicht von außen anschrauben, weil ich nicht weit genug rausgekommen bin. Also der Idealfall
In diesem Rig hier, was jetzt noch steht, an dem wir es testen, sind es genau 60 cm. Also macht euch bitte vorher nochmal schlau, guckt euch die Abmaße an, weil sonst habt ihr irgendwann, wenn ihr das bestellt und ihr packt es aus, ein böses Erwachen. Und das würde ich euch gerne ersparen, weil für mich war das nämlich eine Katastrophe. Und das hat, wir wissen es alle, man kriegt was Neues, packt es aus, will es probieren und dann geht's nicht. Aber, und das möchte ich noch zeigen, Asitec hat sich sehr viele Gedanken gemacht darüber, dass es unterschiedliche Breiten bei Rigs gibt. Denn sie haben hier an der Seite zwei Schrauben reingemacht, womit du diese Stücke, diese Stahlstücke, weiter auseinanderziehen kannst und somit auch in breitere Stücke reinkommst. Sowohl auch die Schlitze, die hier hinten dran sind von der Halterung, sind viel, viel länger, sodass man die Wheelbase auch noch sehr weit nach vorne ziehen kann oder schräger stellen kann und somit weiter zu sich ziehen kann. Hier an der Stelle möchte ich doch mal darauf aufmerksam machen, das ist nicht original so. Dafür gibt es Kappen und das ist hier hinten nachher nicht zu sehen. Das habe ich jetzt in diesem Fall nicht gemacht, weil ich hier sehr viel dran rumgebaut habe. Und um die Kappen einzubauen, muss man hier unten noch ein Stück Metall reinmachen. Das habe ich schon da, aber ich habe es in dem Moment nicht auseinander da eingesetzt, weil ich sehr viel hier dran gebaut habe. Also nicht verzagen, das sieht so nicht im Original aus, denn es gibt dafür Kappen, die man mit anschrauben kann. Kleiner Disclaimer. Jetzt sitzen wir im Rig und gucken uns mal die Software zur Invicta Wheelbase an. Das Ganze nennt sich Race Hub. Dort findest du alle deine Produkte, wie du hier sehen kannst, deine Pedale, dein Lenkrad, als auch deine Wheelbase. Ich persönlich habe jetzt hier gerade das Forte Wheel dran, voll ausgebaut. Die Review dazu findet ihr auch auf meinem Kanal. Meine Invicta Wheelbase und VRS-Pedale, meine Invicta-Pedale sind an meinem Hauptrig dran. Und wir gehen mal kurz die Software ein bisschen durch. Wenn du das erste Mal die Software startest und er alle Geräte erkennt, fragt er dich, ob du ein Firmware-Update machen möchtest. Das würde ich dir ans Herz legen, dass du mal das Firmware-Update machst, falls bei dir das Ganze aufpoppt. Ich persönlich habe es gemacht. Es gab keinerlei Probleme. Das ging astrein durch. Und ich bin dann mal in die Einstellung reingehüpft. Und was haben wir jetzt bei den Einstellungen? Das Übliche. Wir können das Lenkrad drehen und gucken, ob es gecentert ist. Und du kannst es dann in dem Fall auch centern, wenn du das möchtest. Du kannst die Einstellung tätigen, wie auch in allen anderen bekannten Treibern bzw. Software der Wheelbase. Du kannst halt die Range einstellen, du kannst den Torque einstellen, also wie stark es ist, Bump-Stop-Range, Inertia, Friction, also Filter und sowas alles. Was ich sehr schön finde, das kann man jetzt bei meinem riesigen Mauszeiger nicht sehen, aber wenn ihr über die jeweiligen Sachen hovert, gibt es dazu auch noch Einstellungen, also gibt es dazu auch noch Erklärungen, die du dann einstellen kannst. Ich für meinen Teil habe die Einstellungen übernommen, die mir Asitec empfohlen hat. Also es gibt eigene Einstellungen, die du tätigen kannst, also du kannst dir Profile erstellen. Ich habe mir jetzt für ACC und iRacing hier ein Profil erstellt, das kannst du ja sehen. Und ich habe mir selber die Profile für Formel 1 und GT3 angeschaut, also die hauseigenen waren okay, aber man kann sie auch noch ein bisschen schöner gestalten. Und das hat Asitec selber auch gemacht. Sie haben einen Blogpost erstellt für die ganzen Spiele, die sie bis dato, sag ich mal, getestet haben und unterstützen. Und ich habe mir von dem Blogpost, habe ich mir die Einstellung übernommen, hier und da ein, zwei Kleinigkeiten noch umgestellt und habe mir daraus ein Profil gebastelt für ACC als auch für iRacing. Was du auch einstellen kannst, sind die LEDs. Das kannst du hier sehen. Da sind ja jeweils oben rechts und links vier solche Streifen dran. Da kannst du dann dein Licht einstellen, wenn du das möchtest. Ich habe es weiß, mein Lenkrad ist rot. Ich habe immer gerne weiß-rot, weil ich das sehr schön finde. Da kannst du die Safety-Settings noch einstellen, die ich persönlich ausgemacht habe. Also die Stärke, wie dein Lenkrad wieder zurückgeht in die Mitte, das habe ich ausgemacht. Und dein Hands-Off-Detection, dass dein Lenkrad nicht anfängt rumzuflimseln, wenn du die Hände wegnimmst. Ich persönlich habe das alles ausgemacht, weil auf der linken Seite sind noch Knöpfe mit dabei. Also auf der linken Seite, bei mir auf der linken Seite, bei dir kannst du ja auch rechts sein. Ich habe die jetzt so angeordnet, gibt es einen Knopf, den Kill-Switch. Und damit kannst du das Ding eigentlich komplett ausmachen, wenn irgendwas ist. Und da kommt man sehr schnell ran, wie man hier sehen kann. Hier ist jetzt mein Power-Knopf und auf der anderen Seite ist der Kill-Switch. Deswegen fahre ich ohne diese Einstellung. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Wenn du jetzt selber zum Beispiel keinen Frontmount haben solltest, so wie ich, wo man die reinschrauben kann, gibt es dazu auch gleichzeitig Gehäuse. Und die sind auch im Gehäuse verbaut und liegen mit in der Verpackung drin. Die kannst du über Nudensteine oder zweiseitiges Klebeband oder wie auch immer, kannst du dir die an deinen Rig ranpappen. Die leuchten wunderschön, sind eigentlich auch schöne Accessoires, die man sich mit ranbauen kann. Und
dann kannst du das theoretisch auch auslassen oder anmachen, je nachdem, wie du möchtest. Der Switch ist trotzdem da, der Kill-Switch, als auch dein Power-Knopf. Und dann gibt es halt noch die Notifications, die du einstellen kannst. Und dann ist das Ding eigentlich geritzt mit der Software. Lass uns doch mal eine Runde Test fahren. Und dann gebe ich dir mal meinen persönlichen Eindruck von der Wheelbase und dem Force-Feedback. Wir befinden uns natürlich auf der schönsten Strecke der Welt, Spa, mit dem Mercedes GT3 und drehen jetzt erstmal eine Runde. Wir fahren mal raus und gucken mal, wie so der Eindruck ist. Also ich kenne den Eindruck schon, aber ich versuche ihn dir so gut wie es geht. Erster Eindruck ist sehr, sehr stramm. Also wir fahren jetzt wieder so 12 bis 13 Newtonmeter ungefähr. Also wir haben schon ordentlich Bums da drauf auf der Wheelbase. Ui, die Reifen sind noch kalt, da müssen wir ein bisschen gucken. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Aber wir können hier alles spüren. Im Wheel, jede Unebenheit der Strecke ist spürbar. Wir haben jeden Bump, der hier drin ist. Also ich bin die Strecke ja nur schon ein paar Mal gefahren und weiß schon, wo die ganzen Löcher drin sind und wo nicht. Du kannst die Curbs, kannst du wirklich sehr schön spüren. Du hast ja auch ein sehr gutes Gefühl, finde ich persönlich, auf welcher Seite gerade welche Reifen sind mit Curb etc. pp. Und das fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Es ist ordentlich Druck drauf und auch Gegendruck. Also du musst schon sehr arbeiten mit den Einstellungen, die ich jetzt habe. Und du kannst wirklich alle Details merken. Du merkst, wenn das Auto rutscht, du merkst, wie du über die... wir sind gerade sehr über die Vorderachse gerutscht. Wenn die Vorderachse lose ist, wenn dein Heck kommt, merkst du auch auf jeden Fall. Also overall ist das Detail sehr, sehr schön. Im Vergleich zu meinem Main Rig, wo ich ja eine andere Wheelbase fahre, die ungefähr in derselben Preisklasse ist und auch in derselben Gewichtsklasse, was die Stärke des Force Feedbacks angeht, ist das hier schon sehr, sehr fein. Also ich habe das Gefühl, hier sind nochmal ein, zwei Filter oben drüber, dass das alles nicht, dass das alles nicht so, wie soll ich sagen, so roh ist, so gewalttätig, sondern mehr so ein bisschen entspannter und geschmeidiger, als wenn du so ein Gedicht in deinen Händen hast. Die Details sind nicht ganz so, nicht so ruppig. Das würde man wahrscheinlich mit den Filtern, die man einstellen kann, noch ändern können. Aber ich finde das jetzt hier im Vergleich mit den Einstellungen, die Isotec da selber mit zu empfiehlt, finde ich das schon sehr, sehr schön, wie, was für eine Sensation die hier, oh Gott, das war nicht gut. Zum Glück fahren wir jetzt sehr gefährlich ohne Schaden. Absolute Lieblingsstrecke. Aber auch hier eben gerade hat man, das habe ich natürlich nur für Vorführungszwecke gemacht, hat man sehr schön gemerkt, in welche Richtung die Kraft wirkt oder welche Kraft aktuell gerade wirkt. Es ist schon eine Sensation. Also ich habe lange keine Wheelbase in der Hand gehabt, die diese Sensation so gut transportieren kann in der Gewichtsklasse, die ich sonst immer fahre, so über 20 Newtonmeter, mit also zumindest ausgeschriebenen 20 Newtonmeter. Und das fühlt sich hier wirklich, oh Gott, sehr, sehr schön an. Du merkst halt auch wirklich, du merkst halt wirklich auch einfach, also ich glaube, wir haben die Reifen einfach gegrillt jetzt. Oh, die Curves fühlen sich wirklich so schön an. Das ist so eine richtig kleine, süße Vibration untenrum. Ich habe auch das Gefühl, aber da kann ich mich auch täuschen, dass sich das hier grundsätzlich ein bisschen anders anfühlt. Das Ganze. Aber overall kann ich wirklich sagen, dass das ein sehr tolles, sehr schönes Force Feedback ist, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich mag es auch, dass man so wirklich so ganz, ganz doll daran arbeiten muss, das Auto zu halten, dass man auch beim Atmen, also ich denke mal, ihr werdet das ja schon merken, dass man wirklich gut zu tun hat mit der Maschine hier und wirklich sehr, 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 oh Gott, nee, das war zu spät, sehr, sehr doll ackern muss, um das Ganze hier zu fahren, wie man das sonst immer fährt. Mit dieser kleinen Testrunde springen wir mal in das Fazit und warum ich diese Wheelbase aktuell nicht an meinem Main Rig fahre. Was kann man jetzt also zu der Isotec Invicta Wheelbase sagen? Ich persönlich bin ein wirklich sehr, sehr großer Fan dieses Produkts und auch die ganze Reihe, die ich jetzt testen durfte, von Invicta Pedalen, Forte Wheel als auch Invicta Wheelbase, ist ein unglaublich abgerundetes und tolles Erlebnis für den Kunden, wenn er das kauft. Diese Wheelbase
ist nicht günstig. Die bewegt sich auch zwischen 1400 und 1500 Euro mit 27 Newtonmetern. Aber du kriegst sie nach Hause, du packst sie aus, du installierst die Software, machst ein Firmware-Update, stellst deine Sachen rein und dann kannst du loslegen. Die ganze Unboxing-Experience, die könnt ihr euch auch nochmal auf meinem Channel ansehen, wenn ihr das möchtet. Es ist wirklich rundum ein unglaublich tolles Paket, was du dir zulegen kannst. Ich habe eigentlich nur eine einzige Sache, die ich kritisieren kann und kritisieren möchte. Und zwar folgendes. Wenn wir uns das Wheel jetzt mal nehmen, haben wir hier hinten den Quick Release drin, der wirklich sehr gut ist und sehr durchdacht ist. Da gibt es nur ein kleines bis mittelschweres Aber. Das hier ist das Azitec eigene Wheel. Du kannst dir einen Quick Release zulegen und dir den kaufen. Dieser Quick Release kostet aber aktuell 150 Euro und wird mit folgenden Parts ausgeliefert. Der Quick Release für Wheels, die Third Party sind und nicht von Azitec sind, kommt mit drei Schäften. Mittlerer, großer und kleiner. Mein Kritikpunkt an der ganzen Geschichte ist, dass selbst der kurze viel, viel länger ist als das eigentliche Anschlusssystem von dem Ford Wheel. Wenn wir das jetzt hier also mal vergleichen, kannst du sehen, dass das Ding ungefähr 5 cm länger ist als das hauseigene. Und 5 cm machen eine Menge aus, wenn du an einem Wheel sitzt, weil 5 cm bedeutet, dass du 5 cm entweder näher an, also dass das 5 cm zu dir kommt oder das Wheel 5 cm weiter weg ist von dir. Und das kann ich euch sagen, nach vielen Stunden des Fahrens ist es sehr unangenehm und wir haben nicht alle die Möglichkeiten, mit Schnellspanner einfach mal unsere Wheelbase zu verschieben. Des Weiteren hat bei mir, bei dem Quick Release, mein Lenkrad nicht funktioniert mit dem USB-Kabel. Da war nicht genug Strom drin. Ich musste mein Wheel von GSI extra anschließen, obwohl es eigentlich kompatibel sein sollte. Ich denke mal, wenn ihr Wheels habt, wo kein Display drin ist und ihr viel Strom braucht, wird das funktionieren. Das hat bei mir sogar dazu geführt, dass meine Wheelbase an- und ausgegangen ist und das richtig, richtig große Probleme gemacht hat am Anfang, als ich diesen Quick Release und den USB-Port benutzt habe. Der Quick Release von Azitec ist wirklich super. Du kannst da dran rumracken, du kannst da wirklich alles dran machen und da passiert überhaupt nichts. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass sie den so in der Form entwickelt haben, dass du wirklich nur pressen musst, hoch und dann bist du fertig und rein. Also pressen, runterfallen lassen und fertig. Azitec, ich würde mir wirklich wünschen, wenn ihr das ein bisschen günstiger machen könnt. Das wäre wirklich für mich persönlich eine Wonne und ich denke auch für viele andere wäre es sehr schön. Denn nicht alle und nicht jeder braucht drei Schaftlängen. Es ist schön, dass die Schaftlängen da drin sind und dass ihr uns diesen Schaft anbietet und uns die Möglichkeit gebt, weiter von der Wheelbase wegzugehen. Aber es gibt Menschen, die fahren nicht nur ein Wheel, sondern zwei oder drei, manchmal sogar vier und du möchtest nicht jedes Mal hinten das abschrauben und dann das neue Wheel ranschrauben. Es wäre wirklich schön, wenn wir Annahmen kriegen könnten, wo wir einfach nur einzeln diese Platten kaufen könnten, die wir hinten an das Wheel anschrauben können, damit wir mehrere Wheels benutzen können an euren Wheelbases. Weil bei mir beispielsweise wäre es jetzt so, ich habe einen Rallye/NASCAR-Lenkrad, ich habe ein rundes zum Shiften für weiß der Geier, wenn ich ETS fahre und ich habe mein GT3-Lenkrad, also mein offenes Lenkrad. Wenn ich mir alle drei mit einem Quick Release von Azitec ausstatten wollen würde, müsste ich sehr viel Geld zahlen. Ich wäre bereit, dieses Geld zu zahlen, wenn es irgendwie nur ein Einzelteil wäre. Ne? Also wenn wir jetzt beispielsweise dieses Gerät kaufen könnten mit dem Kreis zum Anschrauben für 50 Euro, dann würde ich sagen, das ist kein Problem. Aber ich brauche nicht jedes Mal drei solche Schäfte. Also vielleicht für die Zukunft wäre es eine Möglichkeit von euch, das etwas kostengünstiger zu gestalten für Menschen, die mehr als ein Lenkrad fahren. Falls ihr jetzt am Anfang ein Lenkrad fahrt oder falls ihr in einem anderen Ökosystem seid, dann überlegt euch, das bitte sehr, sehr gut zu wechseln. Also wenn ihr Mensch schraubt seid, also dass ihr das abschrauben wollt, und das an das andere Wheel ranmachen wollen, ist das völlig fein. Aber ich möchte euch trotzdem vorwarnen, wenn ihr mehrere Wheels fahrt, ist das aktuell noch sehr, sehr teuer. Denn 150 Euro für den Quick Release, damit ihr drei Schäfte und einen weiteren Adapter kriegt, ist wirklich sehr viel Geld. Overall hat das aber nichts damit zu tun, dass diese Wheelbase einfach eine pure Sensation ist.
Ich bin ein ganz großer Fan und das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist wirklich dieser Quick Release und der passende Preis. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, aber Dizzy, wenn du die so toll findest, warum fährst du die Wheelbase nicht an deinem Rig? Das hat folgende Gründe. Bei mir ist es so, wenn ich das da drüben an das Rig ranbaue, dann ist die Wheelbase zu tief. Und dann schaffe ich es nur, mit dem Wheel hier hinzukommen auf diese Höhe. Und dadurch entstehen bei mir sehr große Schulterschmerzen, weil ich mich über viele Jahre daran gewöhnt habe, dass mein Lenkrad auf Schulterhöhe ist. Um es auf Schulterhöhe zu kriegen, müsste ich meine äußeren Aluprofile abbauen und höhere ranbauen. Dann habe ich aber immer noch das Problem, dass meine Aluprofile zu nah beieinander sind und ich das Frontmount aktuell nicht verwenden kann. Das heißt also für mich, um das zu erklären, um diese Wheelbase zu fahren, würden für mich sehr viele Kosten entstehen, um das umzubauen. Jetzt könnte der ein oder andere sagen, hey, dann nimm doch einfach das Rig. Nee, das möchte ich auch nicht machen, weil ich dieses Rig unglaublich schön finde für Reviews, weil das sehr schön gebaut ist und die Nutsteine da drin einfach richtig schön durchflutschen, was ich bei dem nicht habe. Und so bin ich in einem kleinen Dilemma gelandet, warum ich diese Wheelbase aktuell, und ich sage extra aktuell, noch nicht fahren kann und ich immer noch mit meiner alten Wheelbase unterwegs bin. Falls du jetzt noch keine Wheelbase hast oder du hast irgendeine Wheelbase und möchtest upgraden auf was Großes und möchtest nicht bei der anderen Firma einkaufen, sondern möchtest ein geschlossenes Ökosystem haben, was auch offen ist für andere Dinge, siehe beispielsweise Quick Release, also Asitec verschließt sich nicht davor, andere Sachen zuzulassen, sage ich dir, kauf dir eine Asitec Wheelbase. Das Ding ist ein absoluter Banger. Und das fängt bei La Prima an, geht bei Forte weiter und hört bei Invicta auf. Ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Da steckt eine Firma hinter, die sehr viel sich Gedanken macht, sehr gute Dinge rausbringt für den Endkunden und du kriegst wirklich was für dein Geld. An der Stelle Asitec, ich gebe dir eine 9 von 10 für deine Wheelbase in Kombination auch mit dem Lenkrad. Tippitoppi Produkt, Dankeschön an der Stelle. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Und schreibt doch mal einen Kommentar, was ihr von der Wheelbase haltet. Ob ihr vielleicht auch eine andere Wheelbase fahrt von Asitec. Und haut doch mal ein Däumchen drauf. Runter, hoch, ist mir gleich. Und teilt das Video mit eurer Mutter, mit eurem Hamster, mit eurer Katze. Ihr wisst schon, eigentlich mit allen. Tschüss.